Hi, ich hatte mich ja gewundert, weswegen der Elektriker im Vorfeld bei meinem Cousin aus dem Sicherungskasten eine fünfadrige Zuleitung in den Schalter für den Flur gezogen hat, wovon aus dann noch eine fünfadrige in Esszimmer geht. Im Esszimmer befindet sich auch der Lampendraht. Und vom Esszimmer geht noch eine fünfadrige im Flurbereich vom Schlafzimmer, um da eben eine Kreuzschaltung gegebenenfalls machen zu können. Aber ein Zuschauer hat in die Kommentare geschrieben, dass der Elektriker vermutlich in Planung hatte, eine Stromstoßschaltung zu realisieren im Flur, sprich mit Taster das Ganze anzusteuern. Und ich hatte sowieso kein Video gemacht über Stromstoßschaltung mit Lampendraht im Schalter. Bei mir war der Lampendraht und die fünfadrige Leitung zum Schalter beides im Sicherungskasten drinne. Deswegen nutze ich dieses Video einfach, um mal zu zeigen, dass es doch möglich ist, egal mit welchem Schalter der Lampendraht sich befindet, es auch möglich ist. Ich habe es meinem Cousin schon gesagt und vermutlich wird es auch dann in der Form bei ihm im Flur realisiert. Mit den drei Tastern dann in dem Fall fangen wir mal direkt an. Also ich habe jetzt in dem Fall hier einfach einen FILS-Schalter verwendet, wo ich mit der Zuleitung oben drauf gegangen bin. Klar, normalerweise geht man unten drauf, gerade auch hier wegen der Phasenschiene und alles Mögliche. Aber demonstrativ geht es auf jeden Fall. Da haben wir die dreiadrige Zuleitung, die Phase, den Neutralleiter und den Schutzleiter. Dann habe ich mir die Phase nach oben gedrückt, einmal auf das El-Taco-Relais. Und dann von der 5-Wattregen die geschaltete Phase vom FILS-Schalter durchgeschliffen zum ersten Schalter im Flur, so wie das auch da der Fall gewesen ist. Neutralleiter abgangsseitig vom FILS in dem Fall einfach hier oben drauf gelegt. Den Schutzleiter, der ist hier oben drauf. Schutzleiter der 5-Wattregen geht auch auf die Schutzleiterschiene. Und genau, dann haben wir noch hier von der 5-Wattregen den Neutralleiter draufgelegt und Neutralleiter natürlich fürs El-Taco-Relais am Ende noch auf A2, wie hier zu erkennen ist. Des Weiteren, ja, die Phase geht einmal hier auf 1 vom El-Taco, wie gesagt. Und dann habe ich noch einen Tastdraht, da habe ich einen grauen jetzt verwendet auf A1 von der 5-Wattregen. Und den schwarzen Draht nutze ich als Lampendraht, geht hier auf Anklemmpunkt 2 vom El-Taco-Relais. Wenn er nämlich dann seinen Impuls bekommt, gibt er den Strom von der Phase durch aus Punkt 2 und geht dann schlussendlich über den schwarzen zur Lampe, der sich in einem der Schalter am Ende befindet. Ja, hier in dem Fall ist jetzt richtig provisorisch. Ich habe nämlich gerade zur Hand nur noch einen Stromstoßschalter von Busch Jäger. Der kommt am Ende hier rein. Das ist jetzt hier die 5-wattrige Zuleitung, die in den ersten Schalter geht vom Flur. Von da aus die 5-wattrige zu Esszimmer. Vom Esszimmer die 5-wattrige im Flurbereich Schlafzimmer. Und der Lampendraht, der befindet sich im Esszimmer. Und dann fangen wir einfach erstmal damit an, die ganzen Schutzleiter miteinander zu verbinden. Als nächstes verbinden wir alle Neutralleiter miteinander. Hier bei Busch Jäger hat man die Möglichkeit, einmal bei dem Schalter auch tatsächlich den N auf dem Schalter direkt durchzuschleifen. Hier haben wir zwei Neutralleiteranschlüsse, hier haben wir zwei Neutralleiteranschlüsse. Aber es gibt natürlich auch Taster, die haben keinen Neutralleiteranschluss, wie bei Jung beispielsweise. Deswegen verbinde ich die jetzt hier einfach auch mit Vago-Klemmen einmal durch. Dann habe ich ja gesagt, dass ich den schwarzen Draht für die Lampe nehme.
bedeutet, dass wir den schwarzen Draht in der ersten Schalterdose einmal durchschleifen müssen. Man muss den eben so lange durchschleifen, bis man bei der Lampe angekommen ist. Wäre die Lampe im ersten Schalter, könnte man den braunen Lampendraht direkt mit dem schwarzen, der zur Verteilung geht, verdrahten. Aber jetzt haben wir den im zweiten Schalter drin, deswegen hier einmal so durchverbinden. Und beim zweiten Schalter, da muss ich gerade mal gucken, habe ich jetzt noch die Vago-Klemme da? Da werden wir auf jeden Fall der zu dem Schalter rüber geht, mit dem Lampendraht verbinden. Und im Grunde benötigen wir die Weiterleitung mit dem schwarzen zu dem Schalter jetzt gar nicht. Falls der Lampendraht im dritten oder vierten Schalter wäre, auch die schwarze durchverbinden, bis man eben bei dem Schalter angekommen ist, wo der Lampendraht drin ist, und dann den braunen Lampendraht mit dem schwarzen verbinden, sodass der tatsächlich bis zum Eltaco-Relais auf Anklemmpunkt 2 geführt wird. Aber den lasse ich jetzt leer in dem Fall, den brauchen wir nicht. Und hier hinten brauchen wir den auch nicht. Den Neutralleiter, den brauchen wir hier hinten bei der letzten Dose auch nicht. Und den Schutzleiter, den kann man sich am Ende auch leer in die Dose reinlegen. In meinem Fall jetzt natürlich. Dann haben wir hier jetzt braun die Phase und grau den Tastdraht. Deswegen mache ich hier jetzt auf Anklemmpunkt L vom Schalter die braune Phase drauf. Kann ich auch direkt so durchverbinden. Und bei Buschjäger ist jetzt so, dass er Durchgang hat, diagonal von L beim Tasten. Und bei Nichtbetätigung hat er eben Durchgang zwischen L und dem gegenüberliegenden. Aber wir brauchen halt einen Impuls. Deswegen machen wir den grauen Tastdraht oder die beiden grauen Tastdrähte auf den Anklemmpunkt drauf. Und bei den anderen Schaltern ist genau das Gleiche. Da gehen wir mit der Phase auf L drauf und mit dem Tastdraht auf den, der eben hier getastet wird in dem Fall. Bedeutet, braun kommt ja von hier, mit dem gehen wir einmal hier drauf. Und mit dem weitergeleiteten gehen wir auch auf L drauf mit der braun. Und mit den beiden grauen hier unten drauf. Und beim letzten Taster eben auch braun L. Und der graue Tastdraht auf dem getasteten Anschluss. Und so müsste die Installation jetzt im Grunde fertig sein. Den Schalter, den kann ich hier noch mal eben einbauen. Und wenn ich jetzt hier an der Stelle einmal zuschalte, können wir das Ganze einmal ausprobieren. Tasten wir beim ersten Taster. Die Lampe geht an und auch wieder aus. Beim zweiten funktioniert es auch. Und beim dritten auch. Und jetzt kann ich hier beim zweiten Esszimmerschalter anmachen, im Flur wieder ausmachen, dann hier Schlafzimmer anmachen, aus, an und immer so weiter. Also hat der Elektriker sich tatsächlich das so vorgestellt, in der Form zu machen. Davon gehe ich jetzt auch aus. Und deswegen wird es am Ende auch bestimmt so umgesetzt. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.